So, hier sind wir wieder zurück zu einem weiteren Part von Splinter Cell. Da ist noch ein Typi. Und ich habe auch schon eine ganz kleine Idee. Also erstmal wechseln, sieht er mich hier. Und zwar, muss ich dafür aber schnell sein. Und zwar wechsle ich das Objekt. Komm schon, mach das Licht wieder an. So. Aha, geht doch. Ich bin doch der Beste. Ich bin einfach der Beste. Okay, dann gucken wir mal weiter. Ach, warte mal, habe ich dem nicht gerade das Genick gebrochen? Naja. Also hier geht's wirklich nirgendwo weiter. Okay. Muss ich anscheinend da durch das Fenster. Kommt hier jetzt einer? Ne, hier ist stockdüster, der sieht mich hier nicht. Okay, dann lass mich mal gucken. Gesundheit. Ich weiß gar nicht, darf ich jetzt töten? Ich glaube nicht. Hier ist eine Cam. Hier ist definitiv eine Cam. Okay, Moment. Kommt der jetzt hier rein? Ich kann ihn ja. Wer hat das Licht ausgemacht? Niemand. Ah, und da ist auch die Kamera. Wie ich vermutet habe. Aha, da habe ich dich doch. Schön weg von der Kamerasichtweite. Dann verhören wir den mal. Leise sein. Bis zur Straße ist es ein weiter Weg nach oben. Oh mein Gott! Bitte! Tun Sie das nicht! Wenn ich mich nicht täusche, dann weißt du, wer hier für den Schutz der VIPs verantwortlich ist. Aha, hier sieht man es auch noch besser. Das ist Nedic. Sein Name ist Milan Nedic. Hatte der auch bei der Bewachung von Morgenholt in Peru das Sagen? Ja, Milan kümmert sich um alle Displays VIP-Aufträge. Nun, er scheint nicht wirklich gut darin zu sein, oder? Bitte, werfen Sie mich nicht vom Dach! Das würde mir doch im Traum nicht einfallen. Ja gut, dann... So. Milan Nedic. Ekelon hat gar keine Daten über ihn. Der Kerl existiert dort nicht einmal. Hm. Wer immer er auch sein mag, er arbeitet für mehrere Seiten. Wir müssen Shetland darüber informieren. Negativ, Sam. Die Sicherheit der Operation darf nicht aus irgendwelchen privaten Gründen kompromittiert werden. Wie du meinst. Wenn ich Nedic erstmal gefunden habe, wird der Typ sowieso kein Problem mehr sein. Schön zu wissen, dass dir deine Freunde so viel bedeuten, aber... Du hast doch gesagt, dass es den Kerl gar nicht geben dürfte. Ich behebe so. Also nur einen kleinen Fehler in den Mühlen der Bürokratie. Mach ich mal ganz kurz weg. Der stört nämlich hier nur. Zack. Alles klar. Die Kameras kann man echt nicht kaputt machen. Lass mich doch mal gucken. Kamera anzapfen. Was bringt mir das? Gut gemacht, Fischer. Das war die erste Kamera. Es sollte noch 5 weitere geben. Ich halte die Augen auf. Okay. Der geht jetzt weg. Okay. Tür schließen. Entschuldigung.
Alles klar, hier mache ich mal wieder mein Nachtsichtgerät an. Oh, Moment. Mann, was ist denn heute los hier? Hier scheint... Oh ja, perfekt. Er hat's bemerkt. Gut. Mach das Licht wieder an. Ah, er sieht mir sowieso nicht. Komm da. Ja, du wolltest, dass ich rauskomme. Jetzt hast du den Salat. Das wolltest du selber, nicht ich. Du wolltest das. Schicker Schnurrbart. So, hier ist aber kein Licht, oder? Gut, aber die können den ja nicht sehen. Wenn ich den hier schön in die Ecke platziere. Perfekt. Wie wollen die denn auch hier sehen? Alles klar, dann geht's weiter. Mit einem ganz kurzen Zwischenspeicher. Boah. Das ist eine Kamera. Okay. Kann ich hier was machen? Nein. Ah, da ist einer. Dann lass mich mal ganz kurz hier rein. Alles klar, hier ist ein Medikit. Medikit. Direkt wechseln, perfekt. Ne, Medikit brauche ich noch nicht, danke. Tür schließen. Okay, wo geht's hier lang? Okay, nein. Vergesst es. Zum Glück habe ich abgespeichert. So. Okay, dann lass mich mal gucken. Ach, da ist noch einer. Okay. Moment. Kamera anzapfen. Nur mal so jetzt just for fun, ja? Ich speichere nochmal kurz, Entschuldigung. Aber ich will jetzt mal sehen. Wenn ich da jetzt nochmal hingehe. Ja, okay. Also es ist irgendwie... Ja, danke. Okay. Ich habe eine Idee. Dieses Ding ist wohl hinüber. Perfekt. Und perfekt. Hier ist jetzt düster. Die Kamera kann mich nicht mehr sehen. Anzapfen. Das waren dann 3 von 5, soweit ich mich erinnern kann. Aber um nochmal 100%ig sicher zu gehen. Schnell nochmal die Kamera deaktivieren. Zack. Oh, das ist eine Kamera, shit. Schnell weg hier. Okay, hier muss ich. Okay. Alles klar. Perfekt. Habe ich schon mal dunkel gemacht jetzt.
Muss langsam mal auf ein bisschen aufpassen auf meine Pistolenmunition. Alles klar, schnell wieder hier in die Ecke. Also am Computer gab's nichts zu machen. Ah, hier geht's auch noch weiter. Kurz abspeichern. Man muss ja nicht direkt. Ah, okay. Hier ist keine Kamera oder so. Nein. Was ist das? Ah, das ist okidoki. Computer benutzen. Hab ihn. Wen? Dvorak. Wo steckt er? Perfekt. Daten zufolge im Gebäude nebenan. Du kommst über das Dach dorthin, wenn du durch die mit Magnetschlössern gesicherten Türen gehst. Und wie komme ich durch die Türen hindurch? Da hat anscheinend gerade jemand die Magnetschlösser aufgemacht. Danke, Grim. Okay. Es gibt ja zwei Wege, wo wir jetzt hingehen können. Einmal hier, durchs Dach. Und wir hatten ja auf dieser Treppe eins gesehen. Wie lange kennst du ihn schon? Ziemlich lange. Ich kannte ihn schon vor der Zeit bei Disney. Schon vor der Sache in Boston. Schon vor Bosnien? Meine Güte. Ich wusste ja, dass er Verbindungen hat. Aber das? Ja. Yes. Cool. Das sind zwei Leute, vielleicht kommt jetzt einer. Es wird sich mehr als auszahlen. Es wird dich am Leben halten. Kommt jetzt einer hier hin? Was war das? Yes. Warst du das mit dem Licht? Nein, vorhin war es noch an. Ich weiß, hat vermutlich nichts zu sagen. Oder etwa doch? Nein, er spielt mich aber nicht wirklich. Sollte es ja auch nicht. Oh shit. Er spielt mit uns. Das beruhigt mich aber nicht wirklich. Sollte es ja auch nicht. Stromausfall? Nein, da hat jemand nachgeholfen. Oh, Mist. Okay. Ich höre was. Das ist gar nicht gut. Lass uns einfach nur die Ruhe bewahren. Was war das? Ich glaube, ein Schwein gesehen. War bestimmt gar nichts. Na, ich weiß nicht. Oh, guck mal auf meine Munition hier. Verdammt, ich sehe schon Gespenster. Das ist nicht gut. Versuchen wir einfach ruhig zu bleiben. Oh, hier kann ich drüber, perfekt. Ah, hätte ich das am Anfang mal gemacht. Aber ich will die noch töten. Ist mir wichtig. Das ist mir sehr wichtig.
Okay, ganz ruhig. Oh shit. Fischer, Sergei scheint sein eigenes Alarmsystem zu haben. Sei vorsichtig. Okay, da, jetzt habe ich Mist gebaut. Shit. Das war jetzt mehr als unnötig. Verdammt. Man hätte das so viel besser machen können. Okay, aber zuvor schnell Kamera anzapfen. 4 von 5, also noch eine. Das sind jetzt 4 von 6 Kameras. Oh, von 6 aber einmal. Ich versuche die anderen beiden zu finden. Kein Lichtschalter. Okay. Und hier so gar nichts. Okay. Dann vermute ich. Ja. Ich vermute dann, dass ich wieder zurück muss. Ganz vorsichtig. Hier lang mal wieder. Sehr schön. Boah, ich mach mal kurz das Licht. Hier ist auch was. Wasser. So. Ich gehe nur noch mal ganz kurz runter. Boah, die Musik ist gut hier. Na. Und zwar hier war nämlich eine. Oder? Irre ich mich jetzt? Hä? Ne, hier bin ich ein bisschen zu weit jetzt. Die müsste genau da. Da. So. Und hier war so eine magnetische Tür. Aha. Oh shit. Mal ganz kurz abspeichern. Für einen Moment kam es mir so vor, als hätte ich etwas gehört. Das verdammte Ding ist kaputt. Und habe ich dich. So, mein Freund. Okay, jetzt wird's ein bisschen hell hier. Was treibst du denn hier so ganz allein? Ich beschütze das Dach. Vor wem denn? Lassen Sie mich los! Dann zeige ich es Ihnen! Du bist ein mutiges Kerlchen, was? Wollen doch mal sehen, wie mutig du mit nur noch einem Ohr bist. Tja, machen Sie nur! Ich habe ja noch ein zweites! Wie viele Männer sind hier? Ich bin allein hier oben. Ja, genau, ich bin allein hier oben. Allein, was? Meine Güte, du bist vielleicht ein lausiger Lügner. Na und? Ich komme hier schließlich nicht vom Theater. Lassen Sie mich los, dann werde ich es Ihnen zeigen. Alles klar.
Unfreundlicher Bengel, ey. Das war's dann noch mit dieser Folge, würde ich mal sagen. Ein bisschen abgefällt, teilweise auch. Naja, ganz okay gespielt. Ich hoffe, euch hat der Part wie immer gefallen und sehen uns demnächst. Ciao.